Moin Moin und willkommen zurück zu Guild Wars 2, natürlich mit dem Digi. Hallo. Spruch des Waldes. Moin Moin. Und mit mir, dem Facto. Ja, wie ihr seht, wir sind schwer verliebt. Keine Ahnung, wo das herkommt. Irgendwer hat Hakenliebe auf uns gecastet, bevor wir hingezogen sind. Ach, das ist so eine kleine Waldläuferin, die macht uns ganz heiß. Lass mich in Ruhe, weg mit euch. Wir wollen hier jetzt zur Hauptquest, die mal weitermachen. Frage ist jetzt nur, auf welchem Level befindet die sich? Diese Wegmarke. Wir probieren unten. Einfach alle aus. Unten. Naja. Also runterfliegen. Gut. Dann können wir hier auch runter, nachdem wir hier... Ist hier noch was zu töten? Ne, jetzt geht's. Plopp. Wir haben die Kraft, Mordremors zurückzuschlagen. Und wir werden seine Mordrem aus Tarnier verbleiben. Ja, schlagt ihr die zurück? Seid ihr diejenige, die man Kommandeur nennt? Ja, das sind wir. Das bin ich. Taria dankt euch, dass ihr Adwan und Lins Vermächtnis an seinen angestammten Platz zurückgebracht habt. Achso, ich kann ihn nicht ansprechen, ich habe ihn aus Versehen letztes Mal angeklebt. Als ihr euch den Prüfungen unterzogen habt. Aber sie mussten wohl dringend weiter. Sie baten mich, euch bei der Suche nach ihnen behilflich zu sein. Die Kleine sagte, sie habe euch etwas hinterlassen, das euch umhauen würde. Östlich von hier. Dann gehe ich nach Osten. Danke. Osten. Okay, aber gehen wir erstmal Richtung Westen, weil da hat Digi mal wieder seinen Metalldetektor spielen lassen. Und los geht's. Okay, das Gebiet ist ziemlich groß, was hier jetzt auf der Karte kennzeichnet ist. Findet Taimis erste Botschaft. Gehen wir jetzt da unten lang, okay. Nee, hier, ich gehe hier kurz zu dem uralten Schößling. Ah. Na dann. Nehmen wir den mit. Und hacken hier wahllos auf wehrlose Bäume rum. Ich glaube, wir kommen auch trotzdem, wir kommen da rum. Ja? Ja. Ja, ein Weg. Puh, gute Frage. Wir können es ja probieren. Warte. Hier ist ach, so ein. Ach, hier läuft jetzt oben. Ja, da hatte ich gedacht. So ein... Und ein Borstenrücken ist hier. Oh, hier ist irgendjemand. Bei einem Rumstressen. Zeit, echten Schaden anzurichten. Ja, wir kämpfen mal wieder und du machst einen Ausflug. Bin schneller als ein Centaur. Was? So liebe ich mir das. Wir auch am Kämpfen. An so einem riesen Stachelschwein oder was. Gürteltier. So. Der macht aber Damage, Da unten ist eine Sehenswürdigkeit, die können wir mal ja, mit einpacken. Ja, gegen den haben wir eben auch gekämpft. Aber jetzt machen wir ihn platt. So. Vor der Wall stehen. Vor der Wall stehen. Ich halte mich zurück, ich stehe irgendwo davor. Yeah! Nee, die reflektiert ja seine Geschosse, wenn du davor stehst. Dann bringt er sich selbst um. Ah. Moment, junger Borstenrücken, kann ich den etwa zähmen? Ja! Oh, cool, cool. Ausrüsten, nee, nicht unbedingt, aber... Wo ist das? So, das ist hier auf der Map, östliche, von der östlichen Macht, etwas südlich. Nicht da, seht ihr die dann auch. So, ja, jetzt müssen wir viele jetzt mitlaufen. Ich glaube, der ist gut. Ja, den probiere ich auch mal aus. Okay, kommen wir jetzt nicht hoch. Wir müssen jetzt hochkommen. Nee. Also ich sehe jetzt keinen... Nee, ja nicht. Weg da hoch. Da gehen wir hier hinten mal zum Pfad. Weil der führt dann ja... Also quasi wieder den Weg zurück. Kommen wir ja her. Hier ist doch ein Weg. Oder ne? Nö. Hier hinten. Ja, du bist ja aber echt... ist da tatsächlich ein Weg, oder... Ja, nö. War nur so ich sagen. Zauberte Rüstung, kann ich die nicht benutzen oder so? Okay. Ah, die kann ich sogar anwenden. Ey. Cool. Ich bin jetzt so eine verzauberte Rüstung. Also was, die nehme ich mal.
Kann ja nicht so verkehrt sein. Ja, lass mal auf Sascha warten. Wo seid ihr denn jetzt? Ja, hier. Was kann man damit alles machen? Zuhauen, aber hält nicht allzu lange. Hier, sprich mal die Rüstung an, Sascha. Ich fühle mich gut. Wie lange sind die? Oh ja, die hält gar nicht so lange. Ja, ist tatsächlich ziemlich schnell dann wieder weg. Hierher. Wo haben wir denn hier? Ich kann den nicht mal sehen. Diesen Borsten, war der, da ist er. Ach, da ist ein Raptoren, wie ich sie liebe, ey. Wo? Hier. Ah. Gleich bei mir. Kommt her, meine Freunde. Ich finde die so niedlich. Ich finde das so super, dass sie die hier reingepackt haben. Nein. Können wir hier hoch? Also warum werden wir hier runtergeführt, wenn wir dann sowieso wieder hoch müssen? Aber hier können wir vielleicht durch. Das kann klappen. Kleinholz entdeckt. Frage, gibt es ein Grillfest? Überreste. Ein Konstrukt verborgen am Boden. Es war mal eine lebende Rüstung. Das Konstrukt wurde gewaltsam zerstört. Sein Metall ist angelaufen, zerfetzt und verbeult. Die Frontplatte fehlt völlig. Kampfspuren. Das Konstrukt ist nicht kampflos gestorben. Zerfetzte Ranken liegen zwischen den Dornen und Klauenspuren auf dem Boden. Alle Anzeichen deuten auf Mordrem hin. Ja, nicht unbedingt das, was wir suchen. Ja, zur Not können wir hier wieder uns hoch bringen. Hier sind ein paar Hüpfpilze. Ich melde mich freiwillig. Ich hüpfe mal hoch. Ich vermute mal, dass das unser Weg sein wird. Okay. Und zur Not von oben runterspringen ist jetzt ja kein Problem mehr. Ja. Da ist er dran, ne? So, ich glaube, ich habe jetzt einen Namen für meinen Borsti. Ich glaube, der hat so eine. Ich glaube, der hat auch eine ganz gute F2-Attacke. Stachelfeuer. Ja, der Schaden ist in Ordnung. Reichweite auch. So. Wie weit? 900? Nee, sogar weiter. 1200. Oh, cool. Probieren wir die Attacke doch mal aus hier. Das war beeindruckend. Au. Oh. Unfreundlich. Dies ist mein Zorn. Au. Wow, wow, wow. Au, au, au. Das war so nicht geplant. Moment, irgendwas will hier auf mich feuern. Irgendwo ist ein, da ist ein Scharfschütze. Weg mit dir, du kleiner Dreckiger. So, und hier könnte was von Taimi versteckt sein. Oh, jetzt habe ich gar keinen Countdown gelegt, aber du siehst ja, wie lange wir aufnehmen. Ja, 9 Minuten gerade jetzt. Das Ganze könnte natürlich auch unter uns sein, aber das sieht man immer erst später. Wir müssten hier lang. Gut aus. Ja. Das ist fast wie der Punkt, wo wir waren.
Findet die nächste Scheibe. Wir haben schon eine gefunden. Wann das? Oh, oh, oh. Vielleicht auch hier oben. Ja. Spürt die Wut. Zeit, echten Schaden anzurichten. So. Nächste Scheibe. Dann würden wir jetzt hier hochgehen und dann links uns halten. Warte, da ist ein Mordrem Vorschlaghammer. Muss hier irgendwo sein, ne? Nochmal ein Steinkopf. Ja. Irgendwo. Au! Ich hab sie gefunden hier. Ein Hologramm ist hier. Ich hoffe, ihr Stimmt. findet das hier, Kommandeur. Wir sind voraufgegangen auf Soldiers, Logans und Traherns Spuren. Ich bin so gespannt zu erfahren, was aus dem Ei geworden ist. Wir haben ein Licht gesehen und dann ist in der Stadt das Chaos ausgebrochen. Bitte erinnert euch an alles, was passiert ist, an jede Einzelheit. Ich muss alles bis ins kleinste Detail erfahren. Zum Beispiel war die... verstehe. Redlock signalisiert mir, dass ich aufhören soll, also... Ich habe ein paar von diesen Holoscheiben übrig. Okay. Folgt ihnen einfach nach Süden durch diese Höhle. Und ihr holt uns in 0, nichts ein. Viel Glück! Okay. Wollen wir schauen. Hey, hier geblieben. Ja, ich glaube, das ist die richtige Höhle. Ja. So. Nächste Scheibe. Die müsste... Hallo, da ist sie. Wir wollen da lang. Shuttle, zeichnest du das auf? Sicher? Warum ist denn kein Licht an? Löschen wir das mal lieber und kommen von vorne. Nicht so erhellend, wie ich gehofft hatte. So. Findet die nächste Scheibe. Wird die angezeigt? Ja, doch. Hier kommt gleich... Schon wieder gespawnt hier. Hier hinten das Borsti-Vieh ist aber auch auf uns geil. Jo. Oh, das hängt irgendwie fest jetzt. Ja, das ist ein Problem. Nicht meins. Ja. Ja, ist schon geil, wenn man viel Segen hat. Okay, dann... Ach, echt gut Schaden. Können wir unten ja kurz schauen, ob wir da zu diesem Aussichtspunkt kommen. Wenn nicht, dann können wir davon ab weiterlaufen zum Ziel. Ah, den Beherrschungspunkt meint ihr? Nee, Aussichtspunkt. Den meinte ich eigentlich, aber Beherrschungspunkt, ja, können wir auch mal dran Laufen vorbei. Laufen wir drauf zu, glaube ich, ne? Ja, warum nicht? Also, der Gegner wird uns vielleicht überzeugen, warum nicht, aber... Okay. Was ist ja, denn? Wobei, da ist eine Pilz. Hier ist er. Ja, cool. Zwiesprache halten. Okay, nicht mal kämpfen. Sehr schön. Also habe ich schon. Ja, cool. Wieso habe ich den schon?
So, und jetzt ist hier unten noch ein Aussichtspunkt. Ja, das werden wir dir niemals verzeihen. Das ist schon klar. Das ist der 7. Charakter, mit dem er das hier durchspielt. So, ja. Du nimmst es aber wahrscheinlich vom Hüpfpilz hier aus, da oben lang zu laufen. Kommen wir da wahrscheinlich dran vorbei. So, oh, jetzt die Vermutung. Gut eingeschenkt. So, ich warte hier mal auf euch beiden. Ja, da wäre auch noch so ein Fertigkeitspunkt. Heldenpunkt. Ah, brauche ich eigentlich gerade gar nicht. Heldenpunkt? Ja, unten. Wo sitzt den denn? Ach, da, ja. Aber erstmal hier aussieht ja, das ja. Nachher. Ah, der ist auch gleich hier. Zeit, echten Schaden anzurichten. Nee, Schatulle. Ja, noch einer. Oder was? Keine Ahnung, was das ist. Oh. Ja. Nur cool. Eine weitere Bestätigung, wie großartig ich bin. Beherrschungspunkt. Warum wurde der so nicht angezeigt? So, der Aussichtspunkt liegt unter uns, aber wir können da hinfliegen. Es ist gut, dass wir von hier oben gestartet sind. So. Oh, fast vorbei. Ja, Zielfliegen, das ist hier... Oh, schon ein Können, ne? Ja. Oh, da hätte ich jetzt gerne so ein Floß und da Wildwasser überheftigen. Hui. Ah. Ich glaube, über dieses Bild muss ich grübeln. Da fliege ich mal eben hin. Achso, das ist in der Mitte ist noch ein Dings. Was ist da? Eine Wegmarke. Ich weiß nicht, ob ihr die eben gerade hattet. Wir waren ja schon in der Nähe. Genau darüber fliegen. Weinende Lichtung, da wird mir gar nichts angezeigt. Mal hinfliegen und dann. Moment, dann folge ich dir einfach. Ja. Nee, doch nicht. Wegmarke ist sie nicht. Oh, hier müsste aber was. Also, ich habe was freigelaufen, eben gerade. Oder schon letztes Mal. Ja, so eine Sehenswürdigkeit. Genau. Achso, Sehenswürdigkeit, ja. Ja, ja. Habe ich doch angeklickt. Ah, nee, ich dachte, das wäre eine Wegmarke. Wegmarken, wer braucht die schon? Sieht lecker aus. Ich bin ja eigentlich kein Fan von Schnellreisen, aber das will ich mir hier nicht geben. Dann gilt was alles. Ach, bringen wir dich um, ja? Ja, natürlich. Stehen auch im Weg. Und Papa hätte uns sowieso angegriffen. Die Stärke des Rudels. Ich finde, wir könnten darauf achten, dass wir noch schneller die Breakbar wegmachen. Diese blaue Linie. Dass wir die schneller runterknacken. Ja. Also mit allem, was Betäubung macht, so Rückschlag, alles, was man da so hat. Ziehen. Da ist sie, hier unten. Da. Wieder eine von Timmys Nachrichten. Alles klar, wir sind anscheinend in einen Bau von Rankenzahnen gestolpert. Zähnen? Zahne? Oder Zähne? Auf jeden Fall total gefährlich. Also, ihr wisst schon, achtet auf eure Deckung. Im Süden haben wir ein paar Lagerfeuer gesehen, deshalb wollen wir... Sagen wir machen jetzt einen Cut. Wir sind jetzt hier bei gut 19 Minuten. Jo, das machen wir. Und ich gehe in den Süden. Genau. Auf in die Sonne. In der nächsten Folge. Ciao, ciao. Tschüss. Tschüssi.